Ich bin der Ukraine ja nun über viele Jahre sehr verbunden. Und ich weiß, welche unglaublichen Leiden das ukrainische Volk hingenommen hat, weil sich der Zweite Weltkrieg ja zu großen Teilen auf ukrainischem Gelände abgespielt hat. Natürlich war die Armee eine sowjetische und es waren russische, belarussische, baltische, georgische Soldaten mit in dieser Armee, aber ausgetragen worden ist dieser Krieg weitgehend auf dem Gelände von heutigen Belarus und der Ukraine. Die Menschenopfer waren unendlich, und zwar sowohl von der jüdischen Bevölkerung, weil also es ist die Shoah in der Ukraine, aber natürlich auch unglaubliche Verbrechen gegen die slawische Bevölkerung, die ja als slawische Untermenschen bezeichnet wurden. Korjukivka, bei uns kaum bekannt, eine Stadt, in der das größte Verbrechen gegenüber Zivilisten, ukrainischen Zivilisten stattgefunden hat. Wir müssen über all das sprechen, auch weil Moskau immer sagt, es war der Sieg Russlands. Und es war nicht der Sieg Russlands, es war der Sieg der Sowjetunion. Und da gehört die Ukraine dazu. Und das müssen wir immer wieder nennen und sichtbar machen.